Willkommen zurück. Nach diesem Video wirst du wissen, warum man dem Ergebnis des Taschenrechners nicht immer blind vertrauen darf. Des Weiteren wirst du erklären können, warum 0,5 hoch 1000 sicher nicht gleich 0 ist. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes findest du folgende Aufgabenstellung. Deine Aufgabe ist es, zunächst die Rechnungen mit Hilfe des Taschenrechners zu berechnen und danach zur Frage, ob 0,5 hoch 1000 gleich 0 ist, Stellung nehmen. Pausiere dazu bitte das Video. Gut, ich habe die Lösungen zu den Rechnungen bereits für dich vorbereitet. Du kannst sie hier mit deinen Lösungen vergleichen. Gut, als nächstes sollen wir zur Frage, ob 0,5 hoch 1000 gleich 0 ist, Stellung nehmen. Dazu stellen wir folgende Überlegung an. Wir haben eine Zahl a, die größer als 0 sein soll. Weiters haben wir eine Zahl b, die ebenfalls größer als 0 sein soll. Nun bilden wir das Produkt dieser beiden Zahlen. Das heißt, wir rechnen a mal b. Dieses Produkt muss ebenfalls auf jeden Fall größer als 0 sein. Wir finden keine zwei Zahlen a und b, die beide größer als 0 sind, deren Produkt aber nicht größer als 0 ist. Da es solche Zahlen nicht gibt, muss das Produkt von a und b ebenfalls auf jeden Fall größer als 0 sein. Das heißt, wir können allgemein formulieren, das Produkt von positiven Zahlen ist ebenfalls eine positive Zahl. Manche von euch sind aber jetzt vielleicht noch skeptisch. In unserem Beispiel 0,5 hoch 1000 multiplizieren wir ja 1000 Zahlen miteinander. Weil wir multiplizieren die Zahlen 0,5 ja 1000 mal mit sich selbst. Und hier in unserer Erklärung haben wir nur zwei Zahlen miteinander multipliziert. Naja, für die Skeptiker unter euch können wir unsere Überlegung erweitern. Wir nehmen einfach eine dritte Zahl, c größer 0, und bilden das Produkt a mal b mal c. Aus unserer vorigen Überlegung wissen wir ja bereits, dass a mal b auf jeden Fall größer als 0 sein muss. Das heißt, a mal b mal c muss dann ebenfalls größer 0 sein. Falls manche von euch jetzt noch immer skeptisch sind, können wir diese Überlegung auch um eine vierte Zahl erweitern. Das heißt, wir bilden das Produkt a mal b mal c mal d. Aus unserer vorigen Überlegung wissen wir jetzt, dass das Produkt von a mal b mal c größer als 0 sein muss. Und da auch d größer als 0 ist, muss auch das Produkt a mal b mal c mal d größer als 0 sein. Wir könnten das nun beliebig fortführen und immer weitere Zahlen hinzumultiplizieren, aber das würde vielleicht ziemlich langweilig werden und manche von euch würden einschlafen. Deshalb belassen wir es dabei. Wir können aber daraus folgern, dass 0,5 hoch 1000 auf jeden Fall größer als 0 sein muss. Das heißt, wir sollten in der Rechnung oben das ist gleich durch ein Ungefährzeichen ersetzen. Jetzt ist aber nun die Frage, warum gibt uns der Taschenrechner hier als Ergebnis 0 aus? Naja, es ist ganz einfach so, dass die Rechenleistung des Taschenrechners beschränkt ist. Tatsächlich liefern die meisten Taschenrechner für Zahlen im Intervall von 0 bis 10 hoch minus 100, also eine Zahl mit zumindest 99 Nullen nach dem Komma, das Ergebnis 0. Das heißt, für solch kleine Zahlen hat der Taschenrechner nicht mehr die Möglichkeit, dass er sie genau berechnet und deshalb liefert er als Ergebnis einfach 0. Nun sei noch erwähnt, dass manche Mathematikprogramme, wie zum Beispiel GeoGebra, diese Rechnung sehr wohl genauer berechnen können. Ich habe das hier in einem extra Fenster vorbereitet und hier könnt ihr sehen, dass GeoGebra 0,5 hoch 1000 noch genau bestimmen kann. Das Ergebnis hier ist 9,3 und so weiter mal 10 hoch minus 302, also eine sehr, sehr kleine Zahl. Gut, das war's für dieses Video. Ihr könnt nun gerne noch das Video pausieren und selbstständig eure Lernergebnisse überprüfen.